Ich begrüße euch total und recht herzlich. Ja, Cobra 11 ist kräftig am Arbeiten. Erdogan war gerade auf Autobahn, ist sicherlich jetzt angekommen. Ich zeige es euch nochmal eben. Hallo, ja, wir machen gerade Motivwechsel. Wir fahren jetzt nach Ehrenfeld, waren gerade in Köln-Kalk. Zack, geht's nach Ehrenfeld. Es sind 9 Grad, ein bisschen useliges Wetter leider, aber nicht so kalt, was ganz schön ist. Sag mal, Michel, du bist Friese, ne? Ja. So, Michel ist Friese, richtig. Hummel, Hummel, ich begrüße ihn total und recht herzlich. Ich habe ihm Erdogan auch gesagt, ich bin ein bisschen außer Puste, weil ich doch gerade, wir haben heute den 9.12., 9 Grad, hat er recht, von einem Drehort zum anderen unterwegs. Ich mag Cobra 11, mag alle, die da vor der Kamera agieren, alle und auch nebensächlich agieren und vor allen Dingen auch im Hintergrund. So, als Admin dieser Serie und als Admin des Freundeskreis und des Freundeskreis von Erdo wird Erdo natürlich jetzt hier auch recht herzlich begrüßt. Und Dankeschön für die Clips und wir können da nochmal eben kurz einsteigen. Ah, okay. Von wo kommst du denn eigentlich her? Wilhelmshaven. Aus Wilhelmshaven, ist ja ganz im Norden. Da bist du ja direkt am Meer geboren. Also nicht ganz am Meer, also schon im Krankenhaus. Nicht auf offener See. Also, ihr seht, ist eine tolle Truppe. Es macht riesen Spaß dabei zu sein, wenn auch in der Ferne. Man hält die Distanz. Ja, ich besonders, bin nur der Admin. Ich halte die Distanz und freue mich natürlich, wenn die hier erscheinen. Ich hatte auch gerade wieder Besuch von Pro7. Müsste ich mal fragen, welche Sendung das war, aber habe ich jetzt gerade vergessen. Irgendwas mit Kids. Ihr wisst das. Also Pro7 war ja immer das Gegenstück zu RTL. Denn RTL, Cobra 11, waren ja irgendwann Voice of Kids, ne? Immer mit Voice, genau. War gerade hier, für den muss ich was fertig machen. Er hat mich gefragt, ob ich weihnachtlich und so weiter und so fort. Ich habe ihn höflich gefragt, komm, ja, wenn wir Zeit haben, machen wir eine kurze Kameraarbeit, dann grüßen wir halt die Fans von Voice Over Kids. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen ruhig jetzt. Wir haben Dezember. Auch hier sind lausige 9 Grad. Wir haben gleich 13 Uhr. Werde mich jetzt dem Kaffee zuwidmen. Lecker irgendwie was essen. Ich habe auch gerade wieder einen Anruf gekriegt. Ist ja, wie gesagt, Weihnachten. Ja, ja, ist ja okay. Kannst ja, machst ja. Ne, weil Kaufsucht, ne? So, ich trage ja unheimlich gerne Erdogans Sachen, ja. Ich hätte jetzt auch, mache ich sicherlich. Also wenn Weihnachten ist, mache ich eine weihnachtliche Sendung, dann trage ich das auch. Vielleicht mache ich auf Heiligabend hier eine schöne Sendung. Ich werde ja offen haben. Ich habe ja nur mal offen hier. Das hier ist ein Medienfachbetrieb. Hier sind die Medien zu Hause. Wir unterhalten uns über Medien. Und ja, wir begleiten mediale Schauspieler oder Künstler. Ich hatte gerade einen Dramaturgisten zum Beispiel. Grüße. Moin. So, bei Kunden mache ich aus, das wisst ihr auch, bei Künstlern mache ich aus. Ich freue mich immer, wenn die Künstler und Kunden hier so erscheinen, nicht nur, weil sie Geld bringen. Nein, nein, auch Hallo sagen. Viele Künstler kommen ja auch nur rein, so wie vorhin. Pro7 mit Voice over Kids. Wie gesagt, ich habe ihn höflich gefragt, mal schauen. Vielleicht darf ich ihn dann irgendwann mal ablichten, hier vor laufender Kamera. Hier kommen, wie gesagt, sehr viele Künstler rein, das finde ich auch super. Kommen auch sehr viele Kunden rein, international, alles international. Ich finde das richtig super. Hallo. Hallo. So, heute ist so viel los, dass ich noch nicht mal weiß, ob ich den Film heute hier sofort auf dem Schneidetisch versenden kann. Das heißt, dass ihr den dann bei Cobra 11 sehen könnt. Wie gesagt, Erdogan unterwegs hat auch Smalltalk. Anita hat mir das zugänglich gemacht. Ich habe es dann weitergeleitet und ihr könnt es halt bei Cobra 11, unserer Fangruppe, sehen. Wie gesagt, ich finde super diese Serie. Mal schauen, wie sie wird. Sie kann nicht anders werden wie unterhaltend. Und ich will hoffen, dass sie wirklich so ankommt, dass RTL sich freut um eine Quote um die 20. Ja, am besten wäre natürlich eine sensationelle Quote von 30%. Naja, vielleicht. Ich weiß ja nicht, wie das Konzept wird. Ich weiß nicht, wie das Konzept umgesetzt wird. Ich weiß auch nicht, ob ein Pilotfilm,
wie lange der Pilotfilm ob 90 Minuten eingeführt wird, dass die Geschichte da neu konfiguriert wird, neu hergestellt wird, neu auf den Weg gebracht wird, wissen wir ja alles nicht, dürfen wir ja auch nicht wissen. Ich habe auch gesehen, dass Nils gegrüßt hat, also Nils grüße ich jetzt auch, der war zurzeit in Berlin, Pia war auch in Berlin, sind also wieder zurück. Kann sein, dass halt Erdogan heute alleine drehen muss. Kann auch sein, dass er mit Pia dreht. Jedenfalls Pia war nicht im Auto. Michelle hat ihn, also Micha, hat ihn halt gefahren, aus Friese halt. Und er hat immer noch den Pullover an, die Cobra 11. Meine lieben Freunde, da sind wir beim Thema T-Shirt und T-Shirt-Druck und so weiter. Also meiner einer hat wieder die Lust drauf bekommen, T-Shirts, Tassen und Mützen anzubieten. Im Jahre 2020. So, ich werde auch vielleicht eine Eigenproduktion erstellen mit irgendetwas. Werde mir da irgendwas Künstlerisches ausdenken. Bin ja nochmal Künstler. Aber ich habe vieles vernachlässigt. Bin ruhiger geworden. Vielleicht ist die Unruhe besser. Man ist unruhig. Man macht etwas als Künstler. Man begehrt wieder auf. Ich werde jetzt nicht vor laufender Kamera machen wie Kirschli. Auf dem Weg grüße ich auch Kirschli. Den ich am Wochenende da auch, also auch wieder genossen habe. Ich habe mir also auch genossen im Rhein-Ruhr-Zentrum, wie er da rumgelaufen war. Ja, Show ist Show, das ist richtig. Aber richtige Show ist Arbeit. Einfach rumlaufen, da Leute anquatschen, naja, kann man machen. Aber das ist die neue Show vielleicht, ja. Aber kommt nicht so an, dass man sagen könnte, das ist eine Show. So. Ja. Wie gesagt, ich muss neue Reklamen machen 2020, ich muss neue Sachen machen. Ich freue mich jedes Mal, wenn, wie gesagt, ein Künstler reinkommt. Vorhin habe ich ja erwähnt, ProSieben. Der kommt wirklich auch aus Berlin, hat hier eine Zwischenstation bei seinem Vater. Und dann ist er hier. Wir müssen da einige Sachen machen für ihn. Weil, liebe Künstler, passt auf eure Sachen auf. Wollte ich euch nur gesagt haben. Mir ist das leider auch passiert. Man hat mir mein Phone geklaut, also musste ich ein neues Phone kaufen. Alles wieder einprogrammieren. Ich sprich gerade vom Phone, schon geht's los. So, auch diesem Kunde konnte soeben geholfen werden, der gerade hier am Telefon und ich unterbrochen dieses Video. Richtig, das hier ist eine Anlaufstelle für Medien. Das ist eine Medienanlaufstelle für E-Casting, Aufzeichnungen, Überspielungen und so weiter. Grüße, Hallöchen! Kirschli! Das habe ich. Aber wir sehen uns nachher, weil ich muss noch ein Paket abgeben. Cool. Bist du lange im Geschäft? Weil ich muss noch zum Arzt. Ja, bis 17:30 Uhr. Ich unterhalte mich gerade mit Kirschli wieder. Kirschli Live-Show, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ne? Komm mal, hau rein, erzähl einem. Er ist kräftig beschäftigt. Ist gerade am Nachdenken. Ne? Ja. Die Kirschli-Show. Ja. Und so er weiß. Ja, ist mal wieder live. Live-Shows wollte ich machen, habe ich ja schon angekündigt, aber der Rechner ist voll. Wenn man so einen Arbeitsrechner voll hat, muss man ja gucken, wo man seine Arbeitssachen reinpackt. Ja? Und mal gucken, schicke ich ihn. Ja, also Lobe. Claudia! Jetzt wird ein Unfall, den ich nicht bekannt gebe. Okay? Genau, er zieht um und somit ist er weit weg, weit, weit weg. Ich weiß schon Bescheid, dass sie aufpassen sollen, der hinterher fährt. Ne? Ja, der hat ja Stress. Der hat heute keinen Stress. Ist alles schon geregelt. Ne? Alles klar. Ist schon abgesichert. Naja. Ja, lieber Kirschli, was soll man machen? Was soll man dazu sagen? Ne? Ich habe hier so auch eine Katze, die Winke, Winke macht hier. Die nimmt zu und Denise ist so wie eine Bockwürstchen. Oh, nicht schlecht. Also ich bin zu sehr beschäftigt, meine lieben Freunde. Merkt ihr ja, das ist die Kirschli-Show. Lieber Kirschli. Wenn du nachher vorbeikommst, kannst du mal eben kurz für die Kamera juhu machen. Na? Er muss da irgendwann auch mal. Okay, ich habe natürlich wieder zig Nachrichten hier. So viel Zeit habe ich nicht. Meine lieben Freunde, ich bedanke mich total recht herzlich, dass ihr zuschaut, dass ihr da seid, dass ihr Hallo sagt. Und dass ihr E-Mail schickt, dass ihr WhatsApp und so weiter. Ne? Wir machen ein bisschen leiser wieder. Mal der Kirschli schon. Aber ich gebe dir auch hier mein WhatsApp.
Alles klar, wir haben Stress. Aus dem Stress ziehen wir uns raus. So, meine Freunde, jetzt habe ich ein bisschen Zeit, weil jetzt ist Feierabend und ich mache den sogenannten Abschluss. Ich hatte halt versucht, heute ein tolles Video zu machen, live performant während der Arbeit. Es waren Gott sei Dank sehr viele Kunden da, deswegen musste ich sehr stark unterbrechen. Eine richtige Sendung kann ich mal machen, richtig, wisst ihr ja, im Green Room etc. und pp., wenn ich eine Werbung mache für Erdogan, hier seine T-Shirts, Sweatshirts und Hoodies und das Ganze, was er da so anbietet. So, heute haben wir viel uns unterhalten und hatten auch viel Spaß per Phone zwischendurch. Hier zum Beispiel ist so eine Dreharbeit. Ja, Erdogan wird angeschossen in Dampf etc. Sie könnt ihr dann kurz mal zuschauen, wenn da gearbeitet wird. Ja. Und wir werden das sicherlich irgendwann mal schön zusammensetzen, die gesamten Arbeiten, gleich mal mit Erdogan darüber sprechen. Das ist mal ein tolles Motiv, oder? Das hat der Paul Magono alles gebaut. Er ist dafür zuständig. Der ist nicht nur Bühnenbildner, der ist wirklich, muss man echt sagen, ein Künstler. Ja. Der ist wirklich Künstler. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich sehe, was der baut. Das ist ja eigentlich ein leerer Raum und sieht aus wie ein Lokal. Boah, wir können alles kaputt machen. Es wird alles in den... Ich finde das stark. Wir können alles kaputt machen. Ich meine, ich finde es stark. Ich meine, ich finde die Sendung stark. Ich finde die Serie stark. Wir können alles kaputt machen, weil alles künstlich aufgebaut und hergestellt. Darum ist diese Cobra 11 Geschichte an sich eine ziemlich gute Geschichte. Nicht nur sehenswert, weil da ist viel Herzblut. Ja? Ihr seht, mit welch einer Euphorie sozusagen auch Erdogan als Schauspieler, wir können uns da richtig drin ausleben. Das Schöne an der Geschichte ist, man darf es nur einmal. Macht man es falsch, dann hängt man da. Also am Set rumwühlen wie eine Wühlmaus, das geht nicht. Das ist alles in Choreografie, wird da weggesprengt, kaputt gemacht, drin rumgearbeitet, vielleicht auch hin und wieder nochmal abgebaut und irgendwo wieder eingebaut. Ja, wir lieben wirklich Cobra 11. Wir lieben Cobra 11, wir lieben die Klamotten sozusagen, die Kleidungsstücke. Wir mögen ihn, ja, Erdogan, die Frauen lieben ihn sicherlich. Meiner einer mag alles, ich mag alles. Ich mag die Dreharbeiten, ich mag die Sweatshirts und das Ganze. Ich hätte jetzt auch mich eben umziehen können, aber ist halt so. So, ich habe jetzt Feierabend gemacht, habe also wieder einige Gespräche geführt und ja. Ich hoffe, dass das alles so klappt bei den Leuten, die da einige Sachen machen. Meiner einer macht es ja täglich hier. Ich stelle nur fest, dass also vieles im Argen liegt, dass vieles nicht mehr ordnungsgemäß gemacht wird, leider. Dass viele Firmen versuchen, andere Firmen über den Löffel zu barbieren, ist nicht mehr sehr schön, das Ganze. Und das ist sicherlich bei RTL auch passiert, dass da alle bei einem richtig schönen lecker Dinner essen entlassen wurden. Wenn ihr wirklich mal seht, ich kann nur noch grüßen Nils, Erdogan, Pia. Natürlich den Fahrer Mischa auch, ist klar. Na, also Mischa auf jeden Fall, der den Erdogan fährt, wird herzlich gegrüßt. Und ja, auch andere, die dann noch dabei sind, die werden herzlich gegrüßt. Ja, aber wie gesagt, viel ist da nicht mehr. Nils ist ein guter Ansprechpartner. Erdogan zeitweise, weil im Stress sollte man ihn nicht stören. Man weiß ja gar nicht, wann er im Stress ist. Und er ist auch viel unterwegs im Moment, auch zu Weihnachten, auch in weihnachtlichen Märkten, wo er Nikolaus kauft, einen riesengroßen, der auch schnarchen kann oder so. Ja, er hat ein wunderschönes weihnachtliches Ambiente gebaut. Ja, die Kinder werden sich sicherlich erfreuen und die Kinder werden auch sicherlich wunderbar beschenkt werden. Ja, ich wünsche allen jetzt zur weihnachtlichen Zeit, besinnliche Zeit, wünsche ich wirklich wunderschöne Weihnachten und Wochen und an den Drehorten. Wie gesagt, heute wurde, wie gesagt, gedreht und ich bin an sich ein Fan von Dreharbeiten. Weil ich ja, wie gesagt, daherkomme, bin auch Filmautor, Filmemacher und etc. Ich liebe die Dreharbeiten. Ja. Ich drehe, also ich liebe das. Das ganze Arbeiten. Ja. Und nachher, und vor allen Dingen dann immer in der Szene zu haben, dass es nachher auch in der Szene passt, damit man das nicht zu sehr schneiden muss.
So, mit der heutigen Zeit, wie gesagt, Green Room, Blue Room, auch draußen mit Green arbeiten und so weiter. Wenn ihr die ganzen Sets seht, draußen auf der Straße, auf einmal seht ihr alles abgedeckt mit Grün und mit speziellen Scheinwerfern und auch mit separatem Sonnenlicht, richtig schön forciert, dass das auch wirklich nachher verschwindet, damit man am Set dann arbeiten kann und dann wirklich eine wunderbare Landschaft da einbindet, ja, wie zum Beispiel die Location, die angeblich ja gar nicht da ist. Aber es gibt so viele Location, die in Flammen aufgehen, die hat es nie gegeben. Deswegen liebe ich wohl die Serie, weil ich weiß, es ist Kintop im Fernsehen. Ja, Kino, leichtes kleines Kino im Fernsehen und dann als Folge. Wenn man Glück hat, 10, 12 Folgen. Man hat also 10, 12 mal internes Kino, was so richtig Spaß macht. So, meiner einer beendet das Ganze jetzt und wünscht euch, wie gesagt, viel, viel Spaß. Ich freue mich wirklich, heute in einem Jahr, im März vielleicht, März, April. Ja, RTL hat ja leider auch Rechte mit Fußball. Da kann jetzt schon mal sein, dass auch am Donnerstag Fußball statt Cobra 11. Und dann hat man ja Glück mit TV Now. TV Now könnt ihr alle Serien gucken. Ich hatte auch viele Kunden heute da. Ja, sag ich, ihr könnt jetzt die DVDs oder Blu-Rays kaufen nach und nach. Ja? Oder aber ihr meldet euch bei TV Now an für kleines Geld und guckt euch alles an. Fangt da an bei 1 und endet nachher bei 400 oder so. Ja? So, kann man ja auch. An alle, die jetzt keine DVDs kaufen wollen, ihr könnt bei TV Now, könnt ihr diese wunderbare Sendung, auch die anderen Sendungen, auch diese zusätzlichen Sendungen sehen. Ihr könnt auch die Special Effects sehen. Ihr könnt auch die Sachen, das macht so viel Spaß. Wie gesagt, für 4,99 € bei TV Now. Was wollt ihr eigentlich noch mehr? Ja, ist klar. Okay, Geld wächst nicht auf den Bäumen, aber wie gesagt, damit kann man viel machen. Und weil man damit viel machen kann, ja, was will man mehr? Ja, man geht nach Hause, okay, ja, man muss halt noch Internet haben, ja, ich weiß. Also 4,99 € kostet das Ganze nicht, aber nur TV Now kostet 4,99 €. Der Rest kostet 49, je nachdem, mit Box. Also zusätzliches Fernsehen kann 100 € kosten, das ist richtig. Aber ihr solltet an sich nur das sehen, was ihr sehen wollt. Und dafür bezahlt er ja auch und das ist ja in Ordnung. Dann wie in einem Geschäft, ihr geht ja hinein, wollt diese Tasse. Und ihr wollt ja nicht plötzlich alles mögliche, ihr wollt ja nur diese Tasse. Ja? Und wenn man euch wie im Fernsehen, ARD, ZDF, Deutschlandradio, euch das für ganz viel Geld da wegnimmt, man nimmt euch Geld weg, so viel Fernsehen könnt ihr doch gar nicht gucken für 17,50 €, keine Ahnung wie teuer das ist. Ja, aber das geht halt nicht. Ne? So, okay, ihr könnt auch so viel Fernsehen gar nicht gucken für 4,99 € oder 7,99 € bei Netflix oder 6,99 € bei Disney Plus demnächst. Aber der Preis ist so gering, dass ihr auch wirklich das seht, was ihr sehen wollt und ihr könnt das anpitchen. Ja? Und wenn ihr Internet habt, ja, das World Wide Web, ja, dann könnt ihr YouTuben da gucken. Ja? Ihr könnt bei Amazon Prime, okay, kostet 79 € im Jahr, ist klar, also so einfach ist es nicht. Momentan bin ich auch stinksauer auf Amazon, weil die Ware nicht liefern. Dieses haben leider viele. Die warten wirklich drauf. Ständig kriegen die da irgendwelche Ausreden von Amazon. Also ich warte ja auf diesen Cobra 11 Wagen, den ich mir bestellt habe, um diese Sendung halt auf meine Art zu machen. Ich möchte gerne eine Cobra 11 Geschichte machen mit einem funkgesteuerten Cobra 11 Auto. Ja? Und ja, so aus Spaß. Ich guck mal eben, was sie mich jetzt hier wieder einerzählen. Ich hatte auch gerade einen Kunden da gehabt, der wollte Ghostbusters. Das kostet auch horrendes Geld. Ja. Es gibt natürlich Firmen, da sind die Fahrzeuge ultra teuer. Wir kamen ins Gespräch, weil wir wie gesagt, weil wir da was machen wollten. Wie gesagt, am Sonntag etwas bestellt, das ist heute sofort da gewesen. Und vor Wochen, wirklich vor Wochen, ja, vor Wochen, unterwegs, aber verspätet. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob sie mich Ende des
Ende des Jahres beliefern wollen. Ne? Neue Lieferdatum heute. Es tut uns leid, dass Ihre Lieferung verspätet ist. Ja, erwartete Liefertermin Donnerstag, den 5. Dezember. Heute ist aber schon der 9. Also reichlich durcheinander da. Ne? Also egal. Also ich fühle mich da ein bisschen verarscht hier von Amazon Prime. Man zahlt horrendes Geld und nichts geht hier, nichts funktioniert. Naja, müssen wir durch. So, die anderen Showmakers da, ihr wisst Bescheid. Man kann eine Menge machen. Mal schauen, was wir machen. Ihr wisst aber Bescheid, die ich da jetzt meine. Ne? Irgendwelche Shows da. Ja, wie gesagt, ich hatte heute Besuch. Dieser ProSieben. Ja, hin und wieder macht es Spaß, wenn so ein Schauspieler oder Entertainer oder Musiker vor allen Dingen mal kurz da ist und dann Spaß hat. Ja, 5 Minuten Spaß ist eine tolle Sache. Und wenn man dann noch diese tollen Videos sieht, wo Erdogan dann auch erzählt und Spaß hat, ja. Ist einfach. Es macht einfach Spaß. Ja. Action. Ja. So. Mit so einer Zwischenszene da, ne? Entweder abends arbeiten oder morgens arbeiten. Ne? Erdogan ist ja. Ne? Erdogan ist halt gerne am Set. So ist das nicht. Also, viel Spaß und ich hoffe, auch wir kriegen den Spaß 2020 gebacken mit Cobra 11.